Da ist er wieder, der Grabberich höchstpersönlich. Meine Freunde, wunderschönen guten Abend, Tag, Mittag und willkommen zurück. Wir sind im Krieg mit Polen. Wir wollen uns da auf alle Fälle jede Menge holen. Und vielleicht sogar noch Moldawien vasalisieren. Müsste man mal gucken. Ja, extra Diplomaten. Spionageabwehr ist halt schon an sich ganz nice. Die Pfalz habe ich mir... Die Pfalz war noch Ketzer, ne? Die Pfalz ist noch ein Problem. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Dann werden wir hier gucken, dass wir möglichst viel Autorität ansammeln. Jeden Monat. Wien wurde geplündert, was? Echt jetzt? Diese Banausen. Savoyen hat Burgund den Krieg erklärt. Savoyen ist mir genauso wurscht wie Burgund am Ende des Tages. So, Wien gehört wieder mir. Dankeschön dafür. Da kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir uns dafür erstmal durch diese Festungsanlagen arbeiten. Polen ist ja an sich nicht so groß. Thüringen macht schon ein Friedensangebot. Boah, ich mach mal einfach einen ganz, ganz freundlichen White Peace. Ich habe ja nicht mit jedem ein Problem, ist das so? Hier kannst du einen White Peace machen. Dithmarschen. Bekommt ebenfalls einen White Peace. Ich bin ja wirklich ein großherziger Mensch. So, Spionageaufbau. Nee, sorry. Doch, Spionagenetzwerk aufbauen. Und Effizienzbelagerung plus 10%. Das ist aber schlecht. Wir sind jetzt ein Kurfürstentum. Warum denn das? Warum bin ich denn jetzt ein Kurfürstentum? Hä? Sorry, das verstehe ich jetzt. Warum bin ich denn jetzt ein Kurfürstentum? Hä? Ist das, was ist passiert? What happened? Habe ich irgendwas übersehen? Oder ist es einfach, weil der Typ irgendwie gestorben ist? Aber der ist doch noch voll jung. Also, ich glaube, wir haben zumindest keine Gefahr, dass wir in eine Personalunion kommen oder so, aber trotzdem halt, das ist halt unschillig. Ah, Wien wurde wieder geplündert. Ganz kurze Frage, wenn ich jetzt trotzdem mal hergehe. Also Wiedererrichtung der Union gäbe es jetzt aber halt nicht mehr für Großbritannien und so. Ja, wir gucken mal, vielleicht gibt es trotzdem nochmal ein Erben irgendwann. Okay, das war jetzt trotzdem alles ein bisschen cringe. So. Schließen wieder mit allen Frieden. Ganz freundlich. Nee, aber ich glaube, der ist gestorben. Da stand ja... Ah. Das ist schon... Hey, hallo, stopp, stopp, stopp. Meine Güte. 100 Dukaten. Professionalität. Gut, damit ist... Hä, das ist interesting. Es ist wieder fast das gleiche Datum gewesen. Als ob das ein Trigger ist. Einfach so ein Datumstrigger. So an dem Zeitpunkt gibt es ein Event. Ich glaube, da habe ich mal was... Also kein Spaß, ich glaube, da habe ich mal was von gehört. Dass es zu bestimmten Tageszeiten oder irgendwie so bestimmte Events gibt. Habe ich mal was von gelesen in EU4. Deswegen, das ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Okay, Belagerungen gehen jetzt relativ schnell trotz allem, ne? Meistens zumindest. Ihr seht das ja. Wie schnell wir hier eine Phase vorbeibringen. Was sehe ich denn die Phasen? Hier. Österreich-Ungarische Belagerungsfähigkeit minus 22%. Da.
Gehst du mal mit da oben hin. Und du gehst mit da unten hin. Wie gesagt, wir schauen, dass wir Moldawien vielleicht noch vasalisieren. Ulm, ah, Ulm können wir tatsächlich sehr, sehr erfreulicherweise die Religion aufzwingen. Sehr schön. Jackpot. Jetzt haben wir noch 4 heretische Fürsten. Eine davon natürlich. Weiterhin leider, leider noch. Nee, wer war's denn? Pfalz, ne? Pfalz war's. Irgendwie habe ich auch nicht mehr ganz so viel Beziehung verbessern aus irgendwelchen Gründen. So, Moldawien. Euer Ernst. Ich kann sie nicht vasalisieren. Ach Mann. Wolgas, alles chillig. So, Polen. Gute Nachrichten. Okay, die. Okay, so gut ist es jetzt auch nicht. Scheiße. Ganz schön teuer. Kommt auch noch mit dazu. So, letzte Stufe bringt uns nochmal ein paar kleinere Boni. Nichts Großes. Geht wieder nach Hause. Haben dem Pol nochmal schnell gezeigt, wo der Hase hängt. Wenn ich den jetzt Krieg erklären würde, das geht, nehmen wir kurz ein Spionagenetzwerk aufbauen. Spionagenetzwerk. Walachei, gleiches Schauspiel. Das Lied jetzt hier erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an... Ach, weißt du was? Ich dürfte meinetwegen alle durch meine Länder reinlaufen, ist mir relativ wurscht. Das Lied erinnert mich jedenfalls so ein bisschen an... Knights of Honor gerade. Aber Deno hat ein gefährliches Ausmaß erreicht. Digga, geht mir nicht auf den Sack. Was wollten ihr von mir? Ja, dauert es 12 Monate. Gut, das machen wir schnell. Bis dahin habe ich auch genug Punkte, um die letzte Provinz noch zu integrieren. So, dann bauen wir natürlich ein bisschen was hier für den Handel. Sagte die Krabbe. Handel liegt in der Zwischenzeit bei... ...50. Ist jetzt immer noch nicht so krass eigentlich. Also mit 50 Handel wird die Sau nicht fett, ne? Ah, aber hier, das sieht doch langsam schon wieder besser aus. Der ewige Landfriede zwingt die Mitgliedstaaten zur Lösung ihrer Zwistigkeiten vor Gericht und nicht auf dem Schlachtfeld. Wir erhalten jährlich mehr Prestige. Technologien sind günstiger und Institutionsverbreitung ist besser. Aktien sind aber noch alle dagegen, außer einem. Der eine, der dafür ist, ist... Wer ist denn einer, der dafür ist? Habe ich das nicht... Hat man das nicht irgendwie mal gesehen? Achso, warte, ich glaube, wenn ich hier drüber gehe, ne? Sie unterstützen, die unterstützen den ewigen Landfrieden, der Rest ist dagegen. Wie ihr sehen könnt. Jetzt durch die zusätzliche Reichsautorität kommt das auf obendrauf, plus 0,2, ne? Und das ist halt doch ein relativ starker Boni. So, die Staatsehe nehmen wir an. Da hätte ich gerne wieder jemanden für Unruhe. Extra Diplomat und Berater werden günstiger. Oh ja, das schau mal, wie direkt die Kohle wieder raufgeschossen ist. Jetzt haben wir 8 Diplomaten. Die hasst mich jetzt wieder ein bisschen mehr, wegen aggressiver Expansion oder so. Ja, plus 2,4 im Jahr leider nur, weil wir es mit der Überdehnung ein bisschen übertrieben haben, glaube ich. Man kann da nicht alles haben. Oh, ist direkt der Nächste gestorben, Digga.
Übertreibt doch nicht so mit eurem Abdanken hier. Das Einzige, was abdanken darf, ist gerne der Papst. Achso, nee, lol. Waschen. Bin dumm. Na, die falsche Kultur. Meine Güte. Ihr wollt mich auch alle verarschen gerade, oder? Na, endlich. Staaten gründen, gerne doch. Jetzt bekehren wir natürlich den Rest vom Fest. Das dauert auch nicht allzu lang. Tja, die Reform 20 zu 29. Jetzt mal gucken. Plus 2 durch die Reichsautorität. Ist aber noch ewig weit entfernt, aber es wird jeden Tag besser, ne? Jeden Monat meine ich, nicht jeden Tag. Aber am Ende des Tages sollte das dazu führen, dass die quasi nicht mehr einfach Kriege erklären können. Und damit die Autorität schneller und besser ansteigt. Das ist hingegen gar nicht so toll, sehe ich gerade. Warum stimme ich denn für Berg? Könnt ihr bitte für mich stimmen? So, jetzt habe ich wieder 3 Stimmen, 4 Stimmen. Okay, gut, schon besser. Forderung nach Repräsentation? Nö. Ihr könnt aber gerne Unruhen beginnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Unruhe niederschlagen kann. Ja, und da müssen wir natürlich rein theoretisch noch die ganzen Kulturen bekehren, die hier nicht reinpassen. Eine könnte man noch akzeptieren, theoretisch. Kroatisch. Just for fun. Ausländisches Viertel in Salzburg. Ja, wenn ihr meint. Rebellen, ach mal, trotz allem nirgends welche. Oh, hier fehlt aber hier ein Anführer, ha? Huh? Gerne mit trainieren. So. Und jetzt können wir den ewigen Landfrieden durchsetzen. Und damit wird es zukünftig keine Kriege mehr geben und wir können mit der Dezentralisierung beginnen. Und da gibt es doch schon sehr viele, die dafür sind, obwohl wir noch nicht mal begonnen haben damit. Cool. Die sind so hoch motiviert, dezentralisiert zu werden, dass sie gar nicht erst, dass sie gar nicht abwarten, was das überhaupt bedeutet für sie. Ich wollte trotzdem noch überall Börsen mit hin. Ist mir jetzt auch relativ egal. Ein bisschen den Handel vorantreiben. Einheitenlimit ist nicht so wichtig. Ah, komm. Gibt's noch zum Bauen? So, der Putsch der Janitscharen. Die Ära der Stagnation und Dekadenz haben die Spuren in der Regierung hinterlassen. Das ist schlecht. Der Janitscharen-Stand verliert 100 Loyalität, derzeit 0 gewährt den Janitscharen-Stand das Privileg Staatsstreich. Kosten, Regierungsvermachstum. Das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott. Das Ende der Osmanen. So, Spionageabwehr und Korruption minus. Auch immer eine nette Sache natürlich. Wir können jetzt noch ein paar extra Provinzen im Reich hinzufügen. Wer ist denn hier? Die Provence. Kontrolliert die Kurie. Mhm. Oh, Goldfieber. 11.000 Gold, jawohl. Ich verreck, Alter. 11.000 Gold, Alter. Wohin mit dem ganzen Gold? Cool. Da kannst du jetzt eigentlich nur bauen, was du willst. Hier so just for fun. Weil sonst, was willst du sonst machen, weißt du so? Hier, ich war sogar für meine Untertanen noch mit. Ein paar Festungen upgraden, mal auf den neuesten Stand. Ja, gerne. Steuererhöhung, Unruhe. Auch wie gesagt, bei solchen Sachen immer die Unruhe global nehmen. Vor allem, wenn hier jetzt, wir sind ja so stark an sich, uns kann überhaupt nichts passieren. Die könnten jetzt rein theoretisch rebellieren, bis der Arzt kommt, das wäre mir auch total egal. Adlige verlangen Kompensation, okay, gut.
Muss ich wieder Kredite aufnehmen? Ich glaube, ich spinne. Ich wollte mich doch verarschen, ey. So, wer boxt sich jetzt noch bei uns? Oh, hier nehme ich diplomatische Macht everyday. Einfach nur, dass wir die Punkte investieren können. Der Rest ist mir relativ wurscht. Und ganz unten dann noch die Vasalisierungsakzeptanz und Gefallen monatlicher Zuwachs. Schaut das aus mit der Pfalz? Andersrum mögen sie mich, ja? Wir könnten jetzt hier nochmal Beziehung verbessern. Ne, habe ich eh schon auf Maximum Scheiße. Wir könnten natürlich so ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel erstmal schnell dahin latschen und die kurz besiegen. Gut, da sage ich jetzt nichts zu. Das Problem war, dass der Monat nicht zu Ende war. Das heißt, die haben keine Moral aufgebaut, bevor die Schlacht begann. Deswegen haben wir sie leider verloren, aber jetzt haben wir gewonnen. Scheiße. Das war mein Fehler. Gut, Anspruch auf Gebiet Moldawien. Das Problem ist, meine Walachen haben sie erwischt, leider. Gut, gefallen habe ich jetzt da ohne Ende. Mögen tun sie mich trotzdem nicht so wirklich. Plus 3,2 durch AE. Ich müsste doch viel mehr eigentlich abbauen können. Ich glaube, der war ein Idiot, ne? Ja, das ist ein Trottel. Die minus 20% droppen natürlich anders unchillig. So, das ist... Was brauche ich denn bei euch? Anspruch auf Gebiet Walachei. Ah, die sind aber Mitglied im Reich. Die müssten wir eigentlich nur bekehren lassen, ne? Hier, religiöse Einheit erzwingen. Ciao. So, jetzt hat. Kriegsgrund unnötig. Können wir bitte sein lassen. Wie schaut es mit der Toskana eigentlich aus? Nicht so toll. Das ist noch zu weit in der Zukunft. Habe ich jetzt aktuell kein großes Interesse daran, dass wir das machen. So, dürfte gerne auch mal wieder hier ein bisschen rauf übrigens, gell? Produktionsforschung mal wieder fehlerhaft. Gut, dann verzichte ich mal kurz auf Admin-Macht. Mailand ist jetzt Anführer der Bude da. Gut, Vasalisierungsakzeptanz, gefallen im Monat und Rebellen unterstützen bis 100% und Spionageaktionen werden günstiger. Läuft es auch dafür? Anspruch auf die gesamte Toskana. Alles meins. So, die mögen mich übrigens ganz dolle. Was wir jetzt machen können ist, wir können jetzt gesamte 100 oder die ganzen, fast alle Gefallen eintauschen. Und ja, wie gesagt, Unabhängigkeit unterstützen will ich eigentlich hier nicht. Weil ich halt nicht ganz verstehe, Brandenburg ist auch ein... Nee. Brandenburg sind auch Schufte, die haben auch noch die falsche Religion. Ah, die nehmen doch bestimmt an, oder? Dachte ich mir. Okay. Dachte, ich hatte die schon mal geboren in der Zwischenzeit. Okay, komm. Weiter in die Zukunft. Oh, da ist das Zahlhaus. Das Zahlhaus wird uns dann richtig schön die Taschen füllen. Da nehmen wir die Linieninfanterie heute mal. Tja, Venedig, die könnten wir jetzt zum Beispiel vasalisieren. Pass auf, Krieg erklären. Außer Sabellien würde keiner beitreten. Erweiterung des Reiches. Ach so.
Weil die klein genug sind, oder? Rufen wir schnell alle Verbündeten mit rein. Dann muss ich mir nicht selber die Haare schmutzig machen. Ja, ja. Wie sie direkt das... Digga, wie sie sich direkt das selber holen, Alter. Glaube ich spinn? Ja, okay. Muss ich wieder ewig nach einem neuen Berater suchen? Beziehung verbessern? Ah, da ist er. Leider ein Idiot. Muss ich erstmal upgraden. So, 5. Wollen wir alle auf 5 kommen? Oder auch nicht? Alle auf 5. So. Und immer noch 300 plus in die Taschen. Meteor ist gespalten. Ist mir wurscht. Wir müssen in die Offensive gehen. So, jetzt haben wir hier auch alles durch. Was wir auch immer machen können, ist natürlich dann hier unsere Punkte weiter mit investieren. Wir haben jetzt in die Regierungslimit von 2290 und haben 450 in Benutzung, also eigentlich gar nichts. So, und da ist schon die bedingungslose Kapitulation. Jetzt chillt aber mal ganz kurz, bitte. Muss hier kurz ein bisschen... Kommt mit dem Entwickeln auch gar nicht hinterher, so wirklich, ne? So, Savoyen, folgendes bei euch. Ich wollte euch nicht auch gerne mal eigentlich im Reich drin haben, aber... Vassalisieren geht auch. Oh, fuckt mich das ab, dass das immer nicht geht, Alter. Oh, die sind auch gar nicht so groß, Savoyen. Das geht an Mailand, das geht an mich. Mehr will ich gerade nicht. So. Und Venedig. Religion erzwingen. Erweiterung des Reichs. Hat uns das Autorität gebracht? Ich glaube fast, gell? So. Aber hier gibt es keine Erweiterung des Reichskriegsgrund, ne? Imperialismus gibt es hier. Also, die habe ich. Sorry. Hier gibt es Erweiterung des Reichs. Ich habe leider noch Waffenruhe. Die sind ja Vasall von Brandenburg nach wie vor. Burgund existiert ja gar nicht mehr. Hm. Rivalen erniedrigen. Hätte ich ja schon mal Bock drauf, einfach so. Einfach so sich mit Frankreich anlegen, einfach nur um das zusammenzuschlagen. Boah. Ihnen wird es unter unserer Herrschaft besser gehen. Eroberung der Aufstand. Ne, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen chillen. Ich möchte jetzt nicht wirklich nur auf Militär gehen, habe ich ja schon mal gesagt. Ihr kümmert euch bitte um eure Ländereien. Dankeschön. Mailand fordert Unterstützung an gegen Toskana. Ja. Bremen ist... Oh, das Problem ist... Den Krieg hätte ich selber mal ausrufen müssen irgendwann mal. Oh, und alle haben den Kriegsbeitritt verweigert. Interesting. Das ist tatsächlich relativ lustig, weil alle haben sie... Die Toskana verraten. Sehr cool. Okay, Freunde. Ich würde erstmal sagen, ich bin raus für heute, liebe Leute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Warum unterstützen ja eigentlich alle Mailand? Wir sehen uns nächstes Mal wieder, Freunde. Haut rein. Tschüss.